Präsentiert von empinio24.de, Ihrem Online-Möbelhändler aus Detmold. Ich begrüße einen wunderschönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel TBV Lemgo gegen THSV Eisenach. Das Spiel endete mit 35:30. In der Halbzeit stand es 16:15. 4042 Zuschauer sahen heute die Partie in der Lipperlandhalle. Und ich begrüße unseren Gästetrainer Wilimir Petkovic. Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Florian Kermann und unseren Geschäftsführer Christian Spritlik. Wilimir Petkovic, ich würde mich freuen, von Ihnen eine Spielanalyse zu hören. Ja, guten Abend von meiner Seite und Glückwunsch an Florian und Mannschaft von TBV Lemgo. Ich bin ein schlechter Verlierer, aber ich muss sagen, heute das war richtig hochverdienter Sieg für Lemgo. Die haben einfach dieses Spiel verdient. Ich habe auch das erste Mal nach der Niederlage nicht meine Mannschaft geschimpft oder kritisiert in Kabine, weil ich habe einfach gesagt, wir haben gekämpft. Ich habe Charakter in der Mannschaft und wir kämpfen, aber wir sehen, dass Kampf und nur Kämpfen ist oder reicht nicht. Und ich kann nicht besser sein, einfach. Das ist einfach zu viel Fehler. Machen wir in entscheidender Phase. Wir haben praktisch zwei schlechte Phasen gehabt im heutigen Spiel und alles andere kann ein Trainer zufrieden sein. Ich habe den Angriff. In erster Halbzeit bei 8-8, wir haben Überzahl, wir machen drei technische Fehler und in einer guten Phase von uns steht minus 4 aus unserer Sicht. Und dann wieder spielst du gut mit deiner Mannschaft, gewinnst du eine Phase hier in der ersten Halbzeit mit 5-0, kommst du ins Spiel zurück. Und dann wieder in der zweiten Halbzeit hast du so eine schlechte Phase und dann dazu kommt Verletzung von Azad. Und was haben wir vor der Saison gesagt, darf nicht passieren, was zu Azad und bei Bogdan Krcicitoiu, was haben wir jetzt? Beide sind weg. Und ohne die zwei, Rikram oder noch Celica ist da, schießt du 30 Tore auswärts und du hast keine Chance zu gewinnen, weil einfach, das ist zu viel Fehler, was sie produzieren hier und das ist eine Ladung für jede Mannschaft in Bundesliga, das ist hart und schnell zu bestrafen und du spielst gut in Deckung, du spielst gut in Angriff und dann machst du solche Fehler und dann plötzlich in zwei Minuten, du bist minus 4, minus 5 und das Spiel ist vorbei. Natürlich, ich bin enttäuscht, weil ich habe gedacht, dass in Lemgo ist etwas zu holen und das haben wir auch gezeigt. Wir haben gesehen, dass wir sind nicht weit, so weit von Lemgo. Das ist einige mehr erfahrene Spieler im Kader von Lemgo und das ist, ich glaube, entscheidende, was ist heute. Zwei Punkte für Lemgo. Entschieden. Dankeschön. Danke Ihnen. Florian. Ja, schönen guten Abend. Ja, danke für die Glückwünsche. Ich glaube, wir wussten um die Wichtigkeit des Spiels heute. Man hat gesehen, dass die Jungs heute, wie in den Heimspielen zuvor, wieder gekämpft haben, wieder das Publikum mitgenommen haben. Aber wir haben es nie so richtig geschafft, das Spiel frühzeitig zuzumachen. Und wir kommen eigentlich ganz gut rein, führen schnell 6-4, aber sind dann nicht konsequent genug. Wir haben dann so ein paar Phasen in der Abwehr, wo wir dann zu viele, zu einfache Tore zulassen und schaffen es dann komischerweise in der Phase in Unterzahl bei 8-8. Wobei ich sagen musste, da hatten wir uns ganz gut drauf vorbereitet. Eisenach wirklich da, vielleicht so diesen ersten Hieb zu verpassen, um wirklich so ein bisschen wegzuziehen. Dann war das Spiel eigentlich bei 13-8 so richtig in der Bahn. Ich glaube auch, dass wir dann sehr kompakt standen. Jonas Meyer konnte da ein paar Akzente auch im Tor setzen. Ich habe relativ früh gewechselt, weil Nils leider nicht ganz so viele Bälle an die Hand bekommen hat. Und dann machen wir einfach gegen die so ein bisschen unorthodoxe Abwehr, sehr offensive Abwehr, gegen die man auch nicht jede Woche spielt. Einfach zwei, drei technische Fehler, die uns direkt wieder ins Hintertreffen bringen. Bis dahin hatten wir uns gut drauf vorbereitet, aber das passiert einfach. Aber da haben wir uns dann zu schnell so ein bisschen ins Hintertreffen kommen lassen. Wichtig war, dass wir dann trotzdem mit einer Führung in die Halbzeit gehen. Und ich habe meiner Mannschaft in der Halbzeit eigentlich auch gesagt, wir müssen weiter gucken, dass wir in die Deckung kommen
und einfache Tore über die erste, zweite Phase und schnell in die Mitte machen. Und oft gewinnt man ja Spiele in der Abwehr, gerade zu Hause. Wir haben gegen Gummersbach und auch gegen Stuttgart die Spiele wirklich in der Abwehr gewonnen. Heute war es ein Spiel, das sicherlich von unserer Qualität gelebt hat in der zweiten Phase, in der ersten Phase. Wir haben 7 Tore über die erste Phase, 2 Tore über die zweite Phase und 2 Tore über die schnelle Mitte gemacht. Und das ist dann einfach der Unterschied. Ich glaube, dass man anerkennen muss, dass Eisenach wirklich gerade auch in den letzten 1-2 Spielen sich nie aufgibt, dass sie wirklich kämpfen, das, was Petko eben erwähnt hat. Aber dass vielleicht dann doch wirklich auch die Qualität den Ausschlag gegeben hat und unser Tempospiel. Wir müssen jetzt für Lübbecke aber an vielen, vielen kleinen Stellschrauben drehen, weil ich glaube, wenn wir 30 Tore in Lübeck bekommen, werden wir das Spiel nie gewinnen. Das wird am Samstag eine Schlacht. Ich persönlich freue mich. Ich freue mich immer auf diese Derbys. Ich weiß um die Bedeutung des Spiels. Ich freue mich auf das Treffen der Fangruppen. Ich freue mich auf das Treffen der Mannschaften, weil sich viele untereinander auch ganz gut kennen. Und das ist ein Spiel, was wieder völlig für sich steht. Wir werden uns jetzt eine Woche vorbereiten. Lübecker hat vielleicht diesen kleinen Vorteil, dass sie sich 10 Tage vorbereiten können, weil sie am Wochenende spielfrei haben. Und wir fahren dahin und ich möchte da gewinnen. Und da werden wir alles reinpacken und wir werden eine andere Abwehr stellen und wir werden ein anderes Torhüterspiel brauchen, um da zu bestehen. Weil nur mit gutem Angriff und Gegenstoß, wie es jetzt gegen Eisenach zu Hause gereicht hat, wird es da nicht funktionieren. Und da werde ich jetzt eine Woche lang in jedem Training viel, viel reden und viel, viel mahnen und werde die Jungs heiß machen, weil das wird ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Danke. Danke, Florian. Eine harte Woche liegt vor ihm und der Mannschaft. Kurze Frage, sind Fragen an dieser Stelle? Ich hätte schon eine Frage an den Petko. Valjuhin, was hat er denn genau abbekommen? Also kann man das schon sagen? Hat die Finger gebrochen? Ich weiß nicht. Ich hoffe nur, das ist nicht das, was sie sagen jetzt, aber er könnte nicht spielen, er hat Schmerzen gehabt und das ist jemand, der darf nicht fehlen bei uns und ich kann nur hoffen, dass es nicht was Schlimmeres. Christian, dann möchte ich dich mit einbeziehen in dieses Gespräch. Ja, starke Stimmung, 2 Punkte. Wie ist dein Fazit zum Spiel? Ja, erstmal schönen guten Abend. Ja, also morgen, am Montag, werde ich erstmal auf jeden Fall bei der HBL anrufen und mich erstmal über die aktuelle Punktevergabe beschweren. Ich habe heute Morgen, als ich heute Morgen die Zeitung aufgeschlagen habe, habe ich gelesen, dass es heute ein 4-Punkte-Spiel ist. Komischerweise haben wir nur 2 Punkte bekommen. Und ich finde, sowas tut in so einer Phase für uns absolut nicht Not. Das ist unnötige Druckmacherei. Und ich finde, dass der TBV Lemgo, so wie er sich aktuell präsentiert, gerade auch mit dieser Heimstärke, auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Wir haben die letzten 6 Heimspiele nicht verloren. Wir präsentieren uns zu Hause ganz fantastisch. Wir haben also ganz klar, wir haben 8 neue Leute einzubauen. Und wie Flo das jetzt geschafft hat mit der Mannschaft zusammen, wie die jetzt schon hervorragend zusammenspielen. Natürlich passiert nochmal der eine oder andere Fehler. Natürlich gibt es nochmal da Rückschläge, das ist alles klar. Aber das, was die Mannschaft bisher geleistet hat, ist ganz hervorragend. Und ich glaube, wir können uns überall verstecken, nur nicht zu Hause. Wir haben hier einen hervorragenden Hexenkessel. Wir haben heute wieder 4.000 Zuschauer gehabt. Das ist nicht selbstverständlich in dieser aktuellen Zeit. Und da bin ich einfach wahnsinnig glücklich drüber. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft. Ich finde es super, wie Flo sie regelmäßig motiviert, wie er sie einstellt, wie die Mannschaft das auch zurückgibt an die Zuschauer. Und da können wir stolz drauf sein. Und deswegen 4-Punkte-Spiele gibt es bei mir nicht. Es werden, seitdem ich Handball spiele oder seitdem ich das Management mache, werden immer nur 2 Punkte vergeben. Und von daher kann ich das nicht verstehen. Wir werden unseren Weg weitergehen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die Mannschaft sich weiterentwickeln wird. Und wie gesagt, wir haben jetzt 5 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Unser Saisonziel, was wir vor der Saison rausgegeben haben, war ganz klar der Klassenerhalt. Wir sind voll im Soll. Und was anderes lasse ich nicht gelten. Dankeschön. Danke, Christian. Und jetzt nochmal die Frage, sind noch Fragen, Jörg, vielleicht?
Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche guten Heimweg und allen ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Dankeschön.